Danke den Wiener Symphonikern. Und der Platz füllt sich. Am 15. März 1938 standen hier am Heldenplatz 250.000 Menschen und jubelten Adolf Hitler zu. Unter ihnen war ein 8-jähriges Mädchen. Wie sie dabei gegangen ist, wird sie uns heute, hier und jetzt erzählen. Bitte begrüßen Sie mit mir ganz herzlich Lucia Heilmann. Danke, dass ich als Zeitzeuge eingeladen wurde. Meine Pflicht ist es, zu erinnern. 1938 war ich hier am Heldenplatz. Ich war damals 9 Jahre alt und ein kleines Mädel. Hier am Platz, dicht gedrängt, eine jubelnde, begeisterte Menschenmenge. Hitler hielt seine Rede vom Balkon der Neuen Burg. Alle schrien Heil, Heil. Aber ich wusste, dass ich nicht dazugehöre. Wie erschreckend, was daraus geworden ist. Millionen Ermordete. Der Krieg mit Millionen Toten. Niemals dürfen wir das vergessen. Schon in den nächsten Tagen danach wurden die Judengesetze erlassen. Der Direktor der Schule kam in meine Klasse und sagte, alle jüdischen Kinder müssen die Schule verlassen. Ich habe meine Sachen eingepackt in meine Schultasche und durfte während der Hitlerzeit nie wieder in die Schule gehen. Eislaufen war verboten, Kino, Theater, Kaffeehaus durften Juden nicht betreten. Meiner Mutter wurde die Arbeit gekündigt und meinen Großvater haben SS-Männer nach Buchenwald verschleppt. 4 Wochen später kam das Telegramm mit der Todesnachricht. Jeder Besitz wurde weggenommen, ob es ein Geschäft, eine Wohnung, eine Fabrik war, kostbare Bilder oder Bücher. Und die Liste der demütigenden Gesetze ist noch furchtbar lang. Wir mussten den Stern tragen, einen gelben Stern, wo drauf gestanden ist, Jude. Und wenn ich mit dem Stern auf die Straße gelaufen bin, sind die Buben von den Seitengassen gekommen und haben mich geschlagen. Ich habe geweint und geschrien und die Buben haben mich bespuckt. Die Erwachsenen sind vorbeigegangen und keiner hat mir geholfen. 1941 begannen dann die systematischen Abtransporte der Juden aus Wien in die Konzentrationslager, in die Todeslager. Eines Tages standen auch vor unserem Haus die Lastautos, um uns abzuholen. Den besten Freund meines Vaters, Reinhold Duschka, verdanke ich mein Leben. Wer ein Leben rettet, rettet die ganze Welt. Er hat meine Mutter und mich in seiner Metallwerkstatt versteckt und er konnte nicht zusehen, wie so viele andere, wie man die Frau und das Kind seines Freundes in den Tod schickte.
Er selbst war dadurch in Lebensgefahr. Juden zu retten, wurde mit dem Tode bestraft. Nur wenige Menschen hatten den Mut zu helfen. Er hat alles getan, um uns zu retten. 4 Jahre waren wir versteckt, 4 Jahre der Angst. Es ist noch bis heute zu bewundern, dass sich in dieser schrecklichen Zeit ein Mensch gefunden hat, der den Entschluss fasste, unter eigener Lebensgefahr uns zu retten. Er baute in der Werkstatt für uns einen Verschlag aus Holz, einer Kiste ähnlich, in die konnten wir hineinkriechen, wenn fremde Menschen an die Werkstatt kamen. Dann saßen wir drinnen und durften uns kaum bewegen. Immer, wenn es an der Werkstatttür läutete, bin ich erschrocken. Man wusste ja nicht, wer draußen stand. War es ein Kunde, der Briefträger, oder war es schon die SS, die uns abholte? Bis heute zucke ich zusammen, wenn es an der Tür läutet. Reinhold zeigte uns, wie wir ihm bei der Arbeit helfen konnten. So haben meine Mutter und ich den ganzen Tag gehämmert und gearbeitet. Nur Sonntag mussten wir ganz still sein. Sonntag war dann der schlimmste Tag der Woche. Manchmal bin ich am Fenster gestanden und habe hinausgeschaut und die Tränen sind mir auf die Wangen gekollert. Ich durfte nicht hinaus. Ich sehnte mich nach Kindern, ich wollte spielen, ich wollte laufen, ich wollte fröhlich sein. Wie viele Male war Weinen alles, was ich tun konnte. Und dann kamen noch die Fliegerangriffe auf Wien. Täglich um 11 Uhr heulten die Sirenen und meine Mutter hatte Angst, in den Keller zu gehen. Man hätte uns ja gefragt, haben Sie Papiere, was machen Sie hier, wieso ist das Kind nicht in der Schule? Und so haben wir viele Fliegerangriffe in der Werkstatt verbracht. Nur eines Sonntags, das war schon im November 1944, hat meine Mutter aus irgendeiner Vorahnung heraus gesagt, heute gehen wir in den Keller. Und wie wir begonnen haben, die Stufen hinunterzulaufen, die Werkstatt war im 4. Stock, sind schon die Bomben gefallen. Sie sind aber nicht nur auf den Werkstättenhof gefallen, sie sind auch in den Hof gefallen und haben dort vieles verschüttet. Wie der Angriff zu Ende war, sind wir herausgekrochen und konnten sehen, dass der 5. und der 4. Stock des Gebäudes kaputt war und das ganze Gebäude brannte. Nun hatten wir auch unser Versteck verloren. In dieser Verzweiflung hat Reinhold dann ein Geschäftslokal gefunden. Und in diesem Lokal durften wir aber nicht sein, weil man hätte durch die Auslagenscheiben ja hineinschauen können und sehen, dass sich hier Menschen verstecken. Aber dieses Lokal hatte einen Abgang in den Keller. Und so sind wir in dem Kellerabteil gesessen. Es war den ganzen Winter kalt und finster. Und wir durften nicht miteinander sprechen, weil es durfte ja keiner erahnen, dass Menschen im Keller waren. Von November 1944 bis April 1945 haben wir dort verbracht. Jeder Tag eine Ewigkeit. Diese Zeit war so schrecklich für mich, dass ich
auch heute noch kaum darüber sprechen kann. Doch im April 1945 war diese entsetzliche Zeit vorbei. Wir wurden von der russischen Armee befreit und am 8. Mai das endgültige Ende der Katastrophe. Wie wunderschön ist es für mich, heute hier am Heldenplatz zu stehen und mit euch und mit meiner Familie das Fest der Freude zu feiern. Stay now.